Hallo, herzlich willkommen zur wunderschönen neuen Folge zu Landwirtschaft Simulator 15. Noch ohne dem neuen DLC. Kommt erst in 2 Wochen raus mit dem Schrobi. Ja, zumindest in 2 Wochen nach diesem Aufnahmedatum. Genau. Weil ich glaube, wenn ihr die Folge seht, ist es wahrscheinlich schon raus. Ja, bestimmt. Wahrscheinlich. Aber egal, ich begrüße euch auch, liebe Leute. Danke, Ja. dass ihr da reingeklickt habt, ne? Ja, ich setze mich jetzt hier rein in dieses Ding und mache die Stroblage weg. Genau. Und der Baby macht auch irgendwas. Ich mache. Ah ja, wir haben ja vorher was beschlossen. Ah ja. Schrobi hat ein schönes Schmuckstück gefunden. Ein Schmuckstück, jo. Ja. Ja. Ich nenne es Saatmaschine. Genau, Saatmaschine. Ja. Und Schrobi hat gemeint, wir können alles verkaufen, was wir nicht brauchen. Genau, die macht alles. 20 Meter tut sie dreschen, düngen, anpflanzen, alles. Nee. Genau. Und Kühe melken, alles macht sie. Da muss man Ja. einfach nur einmal draufklicken und dann ist der ganze Hof gemanagt. Nein, so viel kann sie leider auch nicht, aber. Ist halt eine Direktsaatmaschine für Genau. was alles anpflanzen kann. Ist zwar nicht Genau. so ganz realistisch, glaube ich, weil so Mais und Rüben kann man, glaube ich, nicht in Direktsaat anpflanzen, aber wir wollen es ein bisschen uns erleichtern. Die Arbeit Die viele, erleichtern. viele, viele Arbeit, was wir hier haben auf dem Hof. Ja. Genau, die holt jetzt der Und Baby ist, oder? Und das andere verkaufst du, oder wie machst du es? ich verkaufe jetzt alles. Ich verkaufe jetzt alles, was wir nicht brauchen. Und ich fahre extra runter. Na gut. Da soll ich auch schnell noch mit was runterfahren, weil das ist ja recht viel, oder? Ja, dann macht es schnell mit. Nimmt den Quad, den Raupentrecker, würde ich sagen. Nehme ich den Fall auch noch was runter. Ja. Und wenn wir noch ein bisschen was übrig haben, können wir uns die Feld 22 kaufen. Oder erstmal die große Düngemaschine, die wir ja uns auch noch angeschaut Ja, haben. den können wir auch holen. Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Das war nämlich meine Idee gewesen. Ja. Die große Düngemaschine. Also wir haben beide mal nach Mods geguckt. Ich wollte ja ihm noch den MAN-Holzladewagen noch andrehen, aber da meinte Schrubi, viel zu überdimensioniert. Ja, viel zu teuer. Viel zu teuer. Und viel Ja. zu groß auch, ja. Ja, Schrubi meinte, wir würden dann 3 Folgen lang dann nur Holz abhacken, um den Wagen dann voll zu kriegen. Genau. Aber wie gesagt, mein Wunsch ist immer noch dieser ganz große Holzhäcksler zu Ja. haben, den mit dem Auflieger. Ja. Mir ist gerade eingefallen, wir könnten ja eigentlich diese eine kleine Saatmaschine behalten mit 6 Meter, weil du ja vorher gemeint hast, zwei Saatmaschinen wären nicht schlecht. Ja. Das wäre noch eine Idee, aber was hältst du davon? Sollen wir die noch behalten oder verkaufen wir einfach und kommen erstmal mit einer aus? Wir können erstmal mit einer auskommen, Ja, würde okay, ich dann sagen. verkaufst du die auch noch. Ja. Genau, machen wir so. Machen wir es so. Verkaufen. So. Verkaufen. So. Fährst du dann die neue hoch, oder? Dann fahre ich Ich leer. fahre dann die neue hoch, ja. Ich Schmeiß fahre mich. dann. Aber du kannst doch unten bleiben wegen der Düngemaschine. Ach ja, dann lasse ich den unten. Könnte zwischenzeitlich schon mal. Tue ich schon mal ein bisschen was häckseln? Der Genau. ist eh gleich voll hier. Ach so, ja. Genau Ja, jetzt. kannst du wieder runterfahren. Kannst gleich runterkommen. Kannst gleich unten warten. Ich glaube, da haben wir ja dann so gut wie alles weg. Ja, genau. So. So. Da kriegt man auch noch ganz schön Geld dafür. Lang. 199.000 haben wir jetzt. Wow. Können wir uns bald das Forstgerät kaufen, ja. Nein, Sämaschine war es. Den Bethner, Bethnasdorn. Bethner Omega oder so heißt es. Oder Der irgendwie kann so. aber nicht alle Fruchtarten, sehe ich gerade. Nicht, oder was? Na, guck mal rein. Er kann zwar die normalen Fruchtarten. Ja, warte mal, warte mal.
Das ist normal, das steht da bei, in der Stoppübersicht steht das nie drin. Das steht bei den anderen Ach so. Standard-Suchmaschinen auch nicht, die Multifruit-Dinger. Ja, und die Amazone UX 5200 kostet 48.000. Okay, jetzt UX. gibt es einen riesen Leck wahrscheinlich. Wenn Hat ich jetzt aber festhalte. übelst. Da. Ah, das sind sie ja. Dann fahre ich die Amazone hoch. Genau. Nee, du nimmst mal die große. Dann nehme Deine ich die Maschine große. ist stärker. Ja, gut. Du hast ja mehr PS. Da kann ich gleich mit dem neuen Ding gleich noch das Feld 23 düngen. Und ich kann bei dem auch einen Helfer einstellen. Das ist auch gut, falls ihr mal keine Zeit habt. Wieder anderweitig Weil mit der, weil mit beschäftigt. der Selbst, weil mit der Selbstfahrmaschine kannst du keinen Helfer einstellen. Oh je, jetzt bin ich an der Ampel hängen geblieben. Ja, das ist ganz schön breit, das Ding. Das ist breiter als dein Traktor. Ja. Da haben wir immer noch Oh 100.000. Mann. Was denn? Schon wieder die Frame-Einbrüche. Was ist los, So, Schrobi? ach mein scheiß Handy geht. Sprich. Ja, mein Handy klingelt. Ach, Handy. Ah, dann mute dich schnell und dann. Ja, nee, ich gehe nicht ran. Egal, das ist nicht wichtig. Da gehe ich dann nach der Folge ran. Ja. Einer deiner Freunde Ja, oder Arbeit. Arbeitskollege. Arbeitskollege. Weil morgen muss ich ja wieder arbeiten und da will der wissen wahrscheinlich, wann wir uns treffen oder Ach so. ob ich überhaupt noch zur Arbeit gehe oder nicht oder was weiß ich. Haben wir Ob du überhaupt zusammen. noch zur Arbeit gehst? Nee, Wie? natürlich gehe ich noch hin, aber so halt. Nee, zum Spaß habe ich halt gesagt, Ach dann ruf da so, ach nochmal an, ob so. das überhaupt noch. Wann, weil ich fahre ja mit dem in die Arbeit und so. Naja. So, dann führe ich es auch noch auf. Oh, ich Deswegen. habe aufgefüllt. Also in dem Ding passen genau 5600 rein. Ah ja. Das ist Ja, da viel. passt 8000 rein. Das wird richtig voll, das Ding. Oh, ich Ja. nehme auch. Da werden wir arm, ey. Aber 40 Meter Breite, gell? Muss ich aber überlegen. So. Und sogar noch weitaus billiger als die Selbstfahrmaschine. Naja. Nee, das ist gut. Das ist ja auch Selbstfahrmaschine. Das ist ja wieder nur so ein Luxusding, wo man halt sagt, ja, yeah, ich habe eine Selbstfahrmaschine. Ja, aber die Amazone sieht auch nicht gerade schön aus. Ach nee, jetzt muss ich ja hier. Verdammt. Kann ich ja gar nicht hier wegfahren. Wie passt denn da noch rein? Sag mal, ich dachte, das wären nur 8000. Jetzt haben wir hier Fettkosten für Saatgut. Da geht oben das Geld weg jetzt. 10.000 passt da oder was? Ne, 9.520. Naja, mehr als genug. Das reicht dann auch ewig. So, jetzt erhole ich dann die. Alter Schwede, das Ding hat eine Breite. Da fährst du zweimal über das Feld 23, da hat sie alles komplett gedüngt. Aha. Meine kleinen Felder fährst du einmal drüber und dann bist du fertig. Verdammt! Ich muss Was einen denn? Traktor tauschen. Warum? Ja, weil das an den nicht ranpasst, diese Fliegelanhänger. Ach so, warte, ja, ich bin gleich fertig. Ja, ich fahr schnell zu dir. Das hast du eh gleich hier erledigt, ne? Ja, ich bin schon fertig gleich. Ja, oder Mit du dem fährst hoch, Ding. du musst eh Feld 30, oder?
Ich muss das mal gruppern. Nee, sehen muss ich. Ja, sehen. Feld 30? Achso. Ach nee, das ist ja noch gar nicht. Ja, nee, ja. Das ist noch gar nichts. Das sah jetzt erst so aus, ja, dann passt schon. Ja, dann komme ich zu dir. Warte, ich muss sowieso die Amazone abstellen. Ja, ich fahr auf den Hof mal. Alter, das Ding ist göttlich. Und 2% noch verbraucht. Von dem. Eine ist zwar jetzt nicht passgenau, aber. Ja, wie oft bist du jetzt rübergefahren? Zweimal. 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 Ja. So. Wo hat denn nur die Saatmaschine? Ach, da. Ja, wir wollten ja gucken, wir wollten ja mehr. Was wollten wir mehr? Ja, wir wollten noch irgendwas Roggen und Hafer oder irgend sowas, ne? Hoffe mal, das geht jetzt auch mit der, sonst haben wir uns verkalkuliert. Aber, ja, die Multifruit-Dinger halt, aber normal schon. Ich gucke mal, ja? Ja. Raps, Körnermais, Gras, Zuckerrüben, Gerste, unbekannt, Saatgut, unbekannt, Silage, Futter, Weizen. Okay, ja, die geht ab. Schon. Das war ja vorher auch mal. Und Sonnenblumen. Ja, Sonnenblumen geht alles. Ja, siehst du, sehr gut. Haben wir Glück gehabt. Ja. Haben wir echt Glück gehabt. Ah, was heißt Glück gehabt? Das wäre halt, ja, das wäre blöd gegangen, weil 100% wusste ich es natürlich nicht, weil ich habe die nur in meinem Singleplayer-Hof getestet, wo ich halt keine Multifood habe, darum weiß ich, kann ich das nicht sagen, ob das auch ja. geht, aber normalerweise haben die dann immer alle Saatmaschinen auch diese Multifood-Dinger automatisch drin. Ja, was wir mal anpflanzen, ist irgendwie Hafer oder Roggen oder irgendwie sowas, oder? Aber das Problem ist, damit kann man keine Kartoffeln anpflanzen. Achso, Kartoffeln nicht? Nein. Rüben gehen. Da müssen wir halt für die Kartoffeln doch was extra. Ja, aber Kartoffeln, so schnell kriegt man jetzt keine Kartoffeln. Nee, das passt schon. Da brauchen wir zwar auch wieder einen Grupper, aber dann kaufen wir auch den großen, den wollten wir ja eh kaufen. Ja. Das ist ja dann egal, also haben wir nichts falsch verkauft oder so. Ja, schade, dass da keine Kartoffeln gehen. Ja, aber das ist schon gut, ja. So, ich guck erstmal rein, was wir brauchen. Sonnenblumen, Roggen. Was waren Roggen? Wir müssen schauen. Im Informationsmenü, wie das ausschaut, das ist praktisch, das ist das ja. mit den ganz kleinen Härchen dran? Ja, ja. Ganz kleine Härchen. Da ist noch ein so ein Stängel, wo, also Hafer ist das, dieser lange Stängel, wo fünf solche kleinen Dinger dran hängen. Warte mal, ich mach mal I. Roggen, Hafer, genau. Hafer hat mit den kleinen Stängchen und das Roggen, genau. Mhm. Haben wir's doch. Habe ich doch richtig ausgewählt. So. Dann bitte. Aber ich würde sagen, den Mais, den häckseln wir nächstes Mal nicht, gell? Nee, guck mal, Körnermais brauchen wir, ne? Haben wir eh nicht. Na, Körnermais. Weil wir haben jetzt schon so viel Silage. Ja, ja. Wir können auch irgendwann mal mit Strohballen anfangen und sowas. Ja, ja. Vorbereiten für die Kühe und so. Das können wir auch. Brauchen auch noch Mischfutter. An 9 Meter das breiteste, was es gibt, gell? An Saatgut. Ja. Ja,
gibt auch noch andere, aber das sind ein bisschen übertrieben. Also ich habe nichts, keine vernünftige Saatmaschine gefunden, was mehr als 9 Meter hat. Irgendwie. Na, keine 11 Meter oder so. 11 Meter wäre auch noch gegangen. Ja, ja. Aber habe ich nichts gefunden, so 10 Meter, 11 Meter. Mhm. Es gibt da nur eine so mit 18 Meter, aber das ist dann wieder zu krass. Das ist dann wieder irgendwie so ein Konstrukt, was es in echt überhaupt nicht gibt. Ja. Ja. Ist man dann, irgendwann geht es mir halt so weit dann. Ich will es ja in Simulationen und will halt auch einigermaßen irgendwas Vernünftiges haben. Ja. Kann man verstehen. Hier und da kann man sicher mal Kompromisse eingehen, aber. Naja. So eine große Saatmaschine ist mir zu krass einfach. Also ja, ich hab dir ja den einen Link ja mal geschickt, gell, im Livestream. Ja. Mit dem ganz großen, mit der ganz großen Saatmaschine. Ja, diese Horsch Pronto 18 Meter. Oder ja, was, genau, genau. Ja, genau. Alter, die war ja. Vor allen Dingen, wie willst du denn das fahren, gell? Das lässt sich doch nicht zusammenklappen oder so. Ja, doch, es geht schon. Das wird so irgendwie so im Viereck irgendwie zusammengeklappt. Ach so? Das geht schon irgendwie, aber. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Das ist nichts für bodenständige Landwirte. Nee. Nix für bodenständige Landwirte, oh Mann. Aber ich muss sagen, die Saatmaschine, die gefällt mir auch. Ja, mir gefällt die schon auch, ja. Ist gelb. Ist alles gelb, gut, günstig. Ja, ist ja fast alles gelb. Die New Holland ist ja auch gelb. Ja, der JCB auch so gelb. Ein bisschen. Hm. Soll ich jetzt erstmal nur Roggen anpflanzen, dass wir erstmal wieder jede Menge Roggen haben, oder? Ach ja, lass mal ein bisschen noch Hafer auch noch, oder? Ja, ich wollte mal ein bisschen mehr mit einem Schlag haben. Mhm. Ja, dann machen wir halt nur Roggen, ist ja auch okay. Ja. Mach mal das so. Dass man da so, ja, wie soll ich das sagen? Ja, wie sollst du das sagen? Dann sag mal, wie du das sagst. Ja. Ah, wir haben keinen Trecker mehr frei, gell? Das ist doof. Das wollten wir uns noch holen. Einen Trecker. Ja, ja. Weil, ich glaube, die Schafe haben fast nichts mehr an Fressen. Ich glaube schon, dass wir genug haben. Guck mal rein. Naja, 6000 und 3000 Liter. Das reicht schon eine Zeit lang. Die brauchen ewig, das hält ewig, das Futter für die. Ja. Aber bei Hühnern kann man auch noch die Produktivität erhöhen, gell? Mit Wasser und Weizen. Ja, ja. Und Kühe wollen wir ja auch noch machen. Nochmal, warum ist das zugeklappt? Was? Wo? Das Rohr, ich hab das doch aufgehabt vorher. Hat schon wieder einiges in die Luft gejagt. So schlimm bei dem Gerät hier, weil du da so einfach so leicht, einfach wenn du dann einfach so das so fährst, das merkt man erst gar nicht immer. Bei dem Mähdrescher oder so, da geht es gar nicht, wenn du mit eingefahrenen Rohr anfangen willst. Dann ist, kommt eine Fehlermeldung oder halt eine. Sagt da halt, das Rohr ist nicht ausgefahren oder. Ja. Der Tank ist voll oder irgendwas. Aber da, das häckselt fröhlich weiter, ob du da das irgendwo sonst wohin häckselst oder nicht, egal. Ja. So, ich stell mal ganz kurz einen Helfer ein. Ich will mal ein Foto machen. Ein schönes Foto. Ah, schönes Foto. Geht immer. Weil, mit F1 kannst du ja schön die Hilfe ausblenden, ja? Ja, ja. Aber wie kannst du die Karte ausblenden? Das ist immer das Komische. Die Karte und die Anzeige. Ja, jetzt habe ich da, hab ich da schon mal gezeigt. Das ist ein Video von mir auf meinem YouTube-Kanal da, wo du im so. Menü das einstellen kannst, dass du das ausmachst. Ach so. Bei mir gehen. Hast du doch eh schon mal gemacht, oder nicht? Ja, nein, doch. Ich weiß von nicht.
weiß nee. Nicht mehr. Ich habe dir auf jeden Fall mal den Link geschickt und glaube, da hast du es dann auch schon gemacht. Da kannst du mit der Taste U kannst du dann das ganze Menü ausblenden, wenn das aktiviert ist. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich noch war ich zu faul dafür oder keine Zeit, keine Ahnung. Ja. Oder ich habe es vergessen. Irgendwas von denen wird schon gewesen sein. Oder? Ja. Ich überlege nur gerade, der Wassertank ist noch oben, gell? Weil wenn man nämlich die Kühe haben, Silage haben wir jede Menge. Da können wir es auch erstmal den Kühen geben. Aber ich glaube, das wäre rausgeschmissenes Geld. Ja. Ja, Silage bringt dir auch nicht so viel Produktivität. Das ist dann nur das Mischfutter. Da kannst du auch genauso Gras, glaube ich. Das bringt auch nicht. Ja. Also es ist eher besser, wenn man es verkauft, die Silage jetzt. Oh, beim elektrischen Spielen ein bisschen. Ja, hatte auch gerade ein Leck. Ja, liegt an der Internetleitung, weil ich nebenbei was hochlade wahrscheinlich. Ach, ja, das kann sein. So, Wassertank wieder aufgefüllt. Dumpt. Ja, weil Landwirtschaft und Emulator braucht schon einiges an ja. Internetleitung. Ja, schon. Ja. So, jetzt bin ich fertig mit der Sporablage. Ja. So, was ich jetzt so gerne machen würde, ist ein paar Wollpaletten wegfahren. Auch ja, dann mach das. Viele, ne? Kannst du auch ein paar Aufgaben machen. Ja, mal gucken. So, da bringe ich mal die Silage runter. Ah ja, mach das, genau. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich eigentlich auch, aber mach das du mal, das ist gut. Oder ich nehme mir die Silage, gell? Das ist keine Silage, das ist Häckselgut. Ah, Häckselgut. Ja, das ist doof. Alter, Hedge, was du damit machen kannst, du kannst ja halt in den Hofsilo fahren und dann das ist es dann für die Kühe halt oder so, aber... Das kann ich doch machen. Ich will ja irgendwann jetzt auch mal Kühe holen. Ja, ja. Das kannst du natürlich auch ist oben an dem Getreidespeicher ein Ding? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich fahr mal hoch und guck mal. Ja, probier's mal. Schau ansonsten, mal, dann siehst du schon. Ja. Weizen für den Getreidespeicher, naja. Haben wir nicht. Zumindest nicht so viel. Na, ich meine hier oben an der Getreidemühle. Mhm. Also bei den Kühen, das gab es da auch noch irgendwo so ein. Da, ja, ja, da ist eins. Da kann ich es auskippen. Ja, machst du wieder oben bei den Kühen. Ja. Ich weiß gar nicht, für was man das dann am Hof braucht. Da ist ja gar keine Viecher, oder? Keine Ahnung. Zwischenspeicher? Ja. Ja, warum soll ich da was zwischenspeichern? Keine Ahnung. Ja, vielleicht finden wir das noch raus. Ja. Auskippen. So, ich komme jetzt auch mal da hoch. Dann schauen wir das mal an, ob du das auch ordentlich auskippst. Ja, mit Sicherheit. Geräte aus, mal wechseln war das, genau, ja. Weil das verwechsel ich immer manchmal. Dass das nicht immer automatisch umspringt. Das habe ich vergessen, da wäre noch ein Mod gewesen, so ein Anhänger-Mod. Ein schöner, was ich auch habe. Ah, jetzt ist ja. Hier so eine, oh ja. Jetzt ist eine Transportmission, die mache ich jetzt. Ja. Die gibt sogar na, dann los. Gut Geld. Da muss man zwar ein bisschen fahren. Hat angenommen, ja. Oh ja, muss ich runterfahren bis zur BGA.
Oh Mann, diese Lecks, ey. Also, ich wollte das einfach nochmal testen, wie es ist. Wenn ich nebenbei was hochlade. Ja, jetzt hast du es getestet. Ja, jetzt weiß ich, dass ich es reinlassen soll. Naja, es kommt nicht öfters, nicht so oft vor. Ja, bei mir geht es auch vom Leck her, das passt schon. Ich kann damit leben. So, Silo zudecken. Aber ich glaube, mehr als diese Mission werde ich fast, wenn man fast nicht schaffen. Oder ich nicht mehr als in dieser Folge. Ja. Wir sind schon bald wieder bei 30 Minuten, vielleicht so noch 5 Minuten oder so, dann. Oh mein Gott. So schnell geht die Zeit rum. Ja, die Zeit geht rum, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja. Und dann ist immer schade, dass man keine eine Stunde Folgen machen kann. Ja, das ist aber schon zu lang, finde ich. Ja. Aber ein Kompromiss, halbe Stunde, fertig. Halbe Stunde ist gut, ja. Das braucht man auch bei dem Spiel, was macht man schon in, was, manche Let's Plays haben ja nur 20 Minuten, ne? Die meisten oder einige, keine Ahnung, sehe ich auch, aber das ist viel zu wenig für Farming Simulator, da hast du ja klar. Mal ein Feld geerntet in 20 Minuten. Ich kenne einen, der macht eine ganze Stunde Folgen. Ja. Wirklich eine ganze Stunde, manchmal auch sogar länger. Oh ja. Und lädt die dann hoch. Da hat vielleicht auch einen besseren Upload. Ja, der hat genauso viel wie ich. Aber trotzdem, das ist, schon viel. Viel. Ja. Na gut, er hat auch Zuschauer, die das auch gucken, wirklich. Mhm. Die ganze Stunde. So, da haben wir jetzt 23, die 30 fast fertig. Ja, also noch eine Saatmaschine wäre nicht schlecht gewesen. Ja, die können wir vielleicht irgendwann noch später mal kaufen, auf jeden Fall, aber müssen wir halt schauen, wenn das Geld übrig ist. Na, wir haben 95.000. Ja, aber wollen wir nicht lieber noch einen Traktor? Weil wenn wir dann einen dritten Traktor haben, kann man auch einen Helfer die Saatmaschine machen lassen. Ja, stimmt. So, das ist eigentlich besser, mal erst noch einen Traktor. Hm. Da ganz nach oben. Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge, wenn die jetzt hochfährt. Genau. Ja, da müssen wir dann schauen wir halt mal, dass wir Geld zusammenbekommen, vielleicht noch einen zweiten Traktor. Genau, und eine zweite Saatmaschine. Ja, und dann eine zweite Saatmaschine. Genau. Gut. Ja. Ja, wir sind noch nicht ganz, ein paar Minuten haben wir schon noch. Ach so, du hast gesagt 30 Minuten dann rum. Ja, noch nicht. Das hab nicht. Ich hab gesagt, bald 30 Minuten. Bald. Ja, wir haben schon noch ein bisschen. Überziehen so. Ja ein bisschen. Ich habe gedacht, die Mission werde ich halt noch fertig machen und dann schaffen wir immer mehr ein. Ach so, ach so. Du kannst schon noch ein bisschen anpflanzen oder irgendwie düngen. Ich dünge jetzt Feld 30. Ja, genau, das schafft man sicher auch noch. Da hast du mich falsch verstanden, Kollege. Ja, da hast du mir nichts gesagt. Genau jetzt haben wir 30 Minuten laut meiner Anzeige. Ja, na gut, jetzt kannst du auch die Mission fertig machen. Also. Ja, ja. Nee, wir machen ja eh immer länger als 30 Minuten, aber halt. Naja. Ich sag's nur mal rechtzeitig nicht, dass wir uns dann in irgendwas verrennen und sagen, jetzt fangen wir nochmal an, alle Felder zu pflügen. Ja, ja. Das sollten wir nicht machen. Alter, diese Lecks, die gehen ja echt anlaufen. Ja, ich hatte auch wieder kurz was. Aber ich glaube, das ist noch im erträglichen Maß. Genau, ich meine, das sieht man vielleicht im Video nicht, hoffentlich. Wenn wir nichts davon sagen, dann merkt es vielleicht keiner. Ja, stimmt. Ja, dann sind wir mal still hier. Das Spiel läuft super flüssig. Ja. Keinen einzigen Lenk gehabt hier. Genau. Und du fährst mit dem Lenkrad oder mit Tastatur? Tastatur, okay. Jetzt fahre ich gerade wieder ein bisschen Lenkrad. Ah. Mit dem Teleskoplader brauche ich mal ein bisschen Lenkrad, weil da tue ich mal leichter. Ja, du kannst glaube auch immer mit dem Lenkrad fahren, weil ich höre eigentlich nichts mehr davon. Ja. Da schaue ich mal. Ich versuche immer ein bisschen vorsichtig halt jetzt mit dem Lenkrad, dass ich halt nicht gar ja. So... Ja, wegen dem Force-Feedback, hörst du das halt so stark. Leider. Ja. Ja, Force-Feedback ist ja bei dem Spiel gar nicht an. Nee. Das ist einfach nur diese Lenkbewegungen, hört man mal ein bisschen. Vielleicht muss man einfach quer über die ganze Map fahren, hä. Aber so sieht man mal Holzhausen hier, ne? Tour durch Holzhausen. Ah, du musst bis ganz oben hinfahren, bis zur Transportfirma, oder?
bis zur bis zum Sägewerk, oberhalb vom Sägewerk da bei der Reederei. Siehst du es ja auch, glaube ich, blinken, oder? Ja. Alter, das ist ja so weit. Ja, und ich habe von unten von der BGA bin ich hochgefahren, ne? Die ganze durch die ganze Map. Aber jetzt bin ich gleich da. Ja, 8000 Euro haben wir gekriegt. Ja, dann machen das jetzt ein Ende für diese Folge. Ja, genau. Genau, da würde ich sagen, bedanken wir uns. Ja, ich bedanke mich auch und wir, also alle, ja, fürs Zuschauen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Genau, Daumen nach oben. Doch, Daumen nach oben, ja. Daumen nach oben, abonnieren und am besten noch freuen wir uns Kommentare. Noch mal, alle Folgen nochmal vorher anschauen und... allen Freunden weiterempfehlen und ja. Ja, weiterempfehlen halt und so weiter. Und am besten Kommentare hinterlassen, genau. Wenn ihr noch was, Ideen oder sonstige Wünsche habt. Oder wenn er sagt, hey, macht mal hier mehr mit Hühnern oder macht mal mehr mit Holzwirtschaft. Holz. Ja, genau. So. Dann machen wir das sofort. Genau. Gut. Okay, dann sage ich tschüss.